geben Sie den Eingabefeld den Softwarecode Ihres gekauften Produkts ein. Klicken Sie auf die Lupe. Design & Print wird gestartet und die Produktliste der aktuellen Suche angezeigt. Markieren Sie die Vorlage für die Panoramagestaltung und wählen Sie in der Designauswahl eine vorgestaltete Ordnervorlage aus. Schließen Sie den Assistenten. Klicken Sie in das erste Textfeld, um dieses zu beschriften. Wir erstellen in unserem Beispiel einen zweizeiligen Text. Drücken Sie hierfür die Enter-Taste, um in die nächste Zeile zu springen. Markieren Sie den Text und ändern die Textgröße und weitere Eigenschaften nach Belieben. Platzieren Sie diesen mittig auf dem linken Etikett. Entweder durch Ziehen mit der Maus oder über die Pfeiltasten der Tastatur. Kopieren Sie den formatierten Text in das nächste Textfeld. Die Formatierung wird dabei übernommen. Ändern Sie die Beschriftung entsprechend ab. Verfahren Sie ebenso mit dem dritten Textfeld. Den Textrahmen des rechten Etiketts zentrieren Sie wieder mit der Maus oder den Pfeiltasten der Tastatur. Wählen Sie den Textrahmen des mittleren Etiketts und stellen Sie über das Menü Ausrichten sicher, dass der Rahmen horizontal, also mittig platziert wird. Für die unteren Textfelder verfahren Sie ähnlich wie oben. Ändern Sie den Text und die Eigenschaften für den linken Rahmen und kopieren Sie den Inhalt wieder auf die weiteren Textfelder. Die Gestaltung ist nun abgeschlossen. Mit Vorschau und Drucken können Sie Ihr erstelltes Design nochmals kontrollieren. Ist alles okay, geht's zum Drucken. Hier ist es ganz wichtig, dass das Druck-PDF im Adobe Reader geöffnet wird. Prüfen Sie, ob in der Seitenanpassung tatsächliche Größe ausgewählt ist. Wenn möglich, wählen Sie in den Eigenschaften des Druckers die manuelle Blattzufuhr und den Papiertyp Etiketten oder dickes Papier. Tipp: Drucken Sie zunächst auf normales Papier. So können Sie den Druck mit der Etikettenvorlage vergleichen und gegebenenfalls über die Software die Druckposition nachjustieren.